Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, heute habe ich wieder den Babo dabei. Babo, komm mal her. Babo, komm mal raus, Jo. Ja, chill doch mal flex, Alter, meine Fresse. Außerdem wusste ich gar nicht mehr, dass ich kommen soll, ne? Was geht ab, Mann? Geh mal wieder weg, Jo. Ja Leute, auf jeden Fall habe ich heute den Babo mit dabei, der muss mich ein bisschen unterstützen, Leute. Ich habe gestern ein Video von der lieben Sonny gesehen. Sonny, erstmal Grüße gehen raus. Sie hat eine Woche Kylie Jenner kopiert, Leute. Hat die Bilder jeweils auf Instagram gemacht und alles mögliche. Leute, ich verlinke euch mal dieses Video unten in der Videobeschreibung. Ich habe mich von diesem Video irgendwie so ein bisschen inspirieren lassen. Habe mir gedacht, ey, machst du es mal so ähnlich. Versuchst 5 Bilder von einem Star zu kopieren und versuchst die Bilder so ähnlich es geht zu machen. Und die zeige ich halt direkt anstatt so auf Instagram, wie Sonny das gemacht hatte. Sonny hat es natürlich noch ein bisschen professioneller gemacht, Leute, aber ja gut. Auf jeden Fall, Leute, hoffe ich, dass das Video euch gefällt, Freunde. Und bei Barbaros haben wir den Teil 2 gedreht. Link ist ebenfalls ganz, ganz oben in der Videobeschreibung, Leute. Checkt nach diesem Video sein Video ab. Da drehen wir 5 andere Parts. Und ich würde sagen, wen nehmen wir bei ihm? Ganz ehrlich, ich mag Justin Bieber da. Jetzt gleich heißt es. Leute, bei mir geht immer so viel auf den Nacken, ich hab schon Flügel bekommen, Alter. Flieg das nächste Mal einfach weg. So. Ja, lass mir jetzt nicht so lange rumreden, einfach nur anfangen. Come on, yo. Warte. So, kommen wir zum allerersten Bild und zwar. Eigentlich ist das schon ganz okay, ey. Ja. Okay. Man darf Pullover so nicht sehen, ne? Ja. Oh, wie kompliziert, Alter. Ja, Leute, das war das erste Bild. Hey, das war gar nicht mehr so leicht, wie es aussieht. Ging schon, ja. Leute, jetzt kommen wir zum zweiten Bild, was etwas schwieriger wird, und zwar das. Ja, dieses Bild wird etwas schwieriger. Ja. Jetzt muss ich das mal kurz mit einem kompletten Outfitwechsel machen und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, jetzt versuche ich mir das nächste Outfit zu machen. Ich hatte keine schwarze Schüssel, deswegen habe ich von der Kaffeemaschine einfach provisorisch geholt und ein bisschen Cornflakes. Ich habe einfach Fußballstücken. Ich hatte keine runden Chucks, Leute, deswegen muss ich das gleich irgendwie anders machen. Und Fußballstützen, die sehen eigentlich gleich aus wie auf dem Bild von JB. Oh. Leute, so sieht das Ganze aus. So Leute, das war eine schwere Geburt, Alter. Ich habe halbe Stunde unten irgendwie eine gelbe Socke gesucht gehabt. Dann ist mir eingefallen, echt, ich nehme einfach von meinem Bruder die Fußballstützen. Hat gut geklappt, Leute. Und ja, Leute, kommen wir jetzt zum dritten Outfit. Und ich würde sagen, let's go. Ich glaube, das wird etwas einfacher jetzt. So Leute, die Details müssen natürlich auch stimmen. Ich habe von meiner Schwester so einen Stift geholt. Was war das? So ein Kreuz-Tattoo da. Boah, das sieht voll gut aus, ne? Mach auch. Boah, ich mach auch, ey. So, Leute, jetzt kommen wir zum nächsten Outfit. Und zwar das hier. Und ja, Leute, wie ihr es vielleicht sehen könnt, ich habe sogar 1:1 dieselbe Jacke von ihnen. Ich werde mir jetzt gleich hier irgendwie so ein Kreuz noch hier an die Brust machen. Einfach so? Nein, vernünftiges. Was? Digga, was ist das? Hey, was für ein Kreuz? So Leute, mein Kreuz ist jetzt gemalt. Was, und jetzt kommen wir zum Punkt. Holy shit, Alter. Boah, das ist so schwer gewesen, die Bilder nachzustellen. Leute, ohne Witz. Ey, Sonny, Respekt dafür, für das, was du gemacht hattest, ey. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt, Leute, dann sagt mal, welchen Star ich diesmal nachstellen soll, imitieren soll. Und ja, Leute, bei Barbaros haben wir jetzt einen zweiten Teil gedreht, Leute. Das wird so witzig, Alter. Leute, checkt jetzt das zweite Video bei Barbaros ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf seinem Kanal. Peace out. Hey, Tim. Back, I'm trying to put you to bed.